Dafür bin ich ja bekannt. Ich bin die älteste Rap-Großmama. Und zwar deshalb, weil niemand meine Lieder singen wollte. Totenköpfchen und Atomzertrümmerer. Also ich habe sehr makabre Texte und die wollte niemand singen. Und dann habe ich sie selbst gesungen. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz rein, damit die Menschen, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, sich was vorstellen können. Du hast auch bei der Vorausscheidung zum Song Contest mitgemacht. Ja. Mit Trümmer. Bitte schön, Inge in Action. Wir zertrümmern Atome und zertrümmern die Welt und kümmern uns nicht, ob es den Trümmern gefällt. Wir zerstören Familie und zertrümmern den Stolz. Wir vergiften die Blumen und zerhacken das Holz. Inge, großartig. Meine Lieder haben ja alle eine Botschaft, vor allem dieses. Was ist das Geheimnis? Jung zu bleiben? Ja. Dass man nicht altert. Immer positiv denken wahrscheinlich, oder? Nicht immer, nein. Ja? Das würde ja, das tun ja nur Idioten, immer grinsen und lachen. Mein dritter Mann hat gern fette Weiber gehabt, weißt du so. Rundungen. Mit 80? Mit 80, ja. Er war 40 Jahre jünger oder 30. Er war 50. Völlig wurscht, ne? Ja. Aber er war ein netter Kerl und er... Und in Thailand ist sehr tolerant. Dort kann jeder machen, was er will.